So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dem Food Tag Video, wo mich der Herr René mal getaggt hat, beziehungsweise Patrick Sophio hat mich auch noch getaggt. Das heißt, das mache ich jetzt einfach mal so in einem Video quasi. Also, er hat den Tag an Patrick weitergegeben und Patrick hat ihn an mich weitergegeben. Also mache ich jetzt das Food Tag Video. Die Fragen mache ich auch nochmal in die Beschreibung. Da könnt ihr dann auch nochmal nachlesen. Und es geht auch einfach mal los. Für welche Eissorte würdest du selbst eine Stunde an der Eisdiele warten? Ich liebe Vanilleeis. Vanilleeis ist sehr geil. Aber auch nicht jedes Vanilleeis. Also nur so mit so richtiger Vanille hier. So, dieses Eis. Oh, das ist so. Wir haben da eine Eisdiele da kann ich nicht anders als Vanilleeis bestellen, weil es ist einfach geil. Oder Eis mit Kinder Bueno. Eis mit Kinder Bueno ist auch Hammer. Der Hammer. Naja. Im Hintergrund läuft übrigens ein bisschen eine Runde One in the Chamber, habe ich ein bisschen aufgenommen, kommentiere ich jetzt drüber. Joa, geht's weiter. Mit welchem Getränk fängt die Stimmung bei dir an? Wenn es jetzt über den Tag ist, also ich kann eigentlich immer Schokomilch trinken, diese von Landlebe, diese in den Flaschen, diese Schoko-Vollmilch, die ist, boah, die ist Hammer. Ansonsten der Lipton-Eis, der Eistee von Lipton, der ist auch immer gut. Oder Club Mate, kann man auch mal machen. Bei welchem Essen kannst du nicht aufhören zu essen? Wobei man sich ein bisschen zügeln muss, wenn es jetzt ein bisschen süßer ist, ist Torte. Schwarzwälder Kirschtorte oder so in der Richtung, so tortenmäßig. Da ist schon sehr geil. Oder Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese, weißt du? Kann ich auch nicht aufhören zu essen. Ist auch, boah, ist das Hammer. Hammer. Empfehlung. Welches Obst überlebt noch nicht mal eine Stunde in deiner Obstschale? Welches Obst liebst du? Ich liebe Mangos. Mangos gehen immer und wenn man jetzt keine Mangos mal zur Verfügung hat, warum auch immer, dann gehen auch Äpfel immer mal ganz gut. Äpfel sind auch super, so geschält oder einfach so reingebissen. Whatever. Also Äpfel und Mangos sind, ja, die kann man immer mal haben. Was ist dein persönliches Must-Have-Gemüse? Also, ich liebe Paprikas. Paprikas, da kann man einfach so viel draus machen, deswegen, wir haben eigentlich auch immer welche im Kühlschrank, weil Paprikas, ja, kann man immer machen. Tomaten gehen dann natürlich auch dazu, da kann man dann irgendwie selbstgemachte Tomatensoßen oder solche Sachen machen. Ist auch sehr lecker. Lecker Nudeln. Welche Nudelsorte besucht am meisten deinen Kochtopf? Also ich benutze sehr gerne Spaghetti auch, aber eigentlich noch lieber benutze ich Tagliatelle, aka Bandnudeln. Aber Tagliatelle hört sich irgendwie so schöner an, so italienisch. Oder sind die italienisch? Ich mache mich gerade bestimmt voll zum Deppen. Die sind bestimmt gar nicht italienisch, aber naja. Ja, also Bandnudeln und Spaghetti gehen eigentlich immer. Aber nochmal. Romantisch essen gehen. Für welches Nationalitätenrestaurant würdest du dich entscheiden, auch wenn es nicht unbedingt romantisch sein muss? Also ich liebe indisches Essen. Indisches Essen kann ich eigentlich immer machen, weil es schmeckt einfach gut. Man muss es mal ausprobieren. Das würde ich euch auch mal empfehlen. Einfach mal indisch essen zu gehen ist super. Wasser. Magst du es eher spritzig oder ruhig? Das hört sich jetzt falsch an, aber ich mag so eine Mischung dazwischen. Medium Wasser trinke ich eigentlich meistens, wenn ich selber Wasser trinke. Obwohl, ich trinke eigentlich sehr viel Wasser. Neben Lipton Eistee und Club Mate und Schokomilch trinke ich auch mal Wasser. It's Coffee Time. Wofür würdest du dich am liebsten entscheiden? Ich trinke sehr gerne Irish Coffee, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch rüberkommt. Als ob ich jetzt den ganzen Tag besoffen in der Ecke liege oder so. Aber Irish Coffee ist sehr lecker, finde ich. Ansonsten ein normaler Kaffee, ja, Milch und Zucker trinkt man auch manchmal, wenn man jetzt mal wieder total im Arsch ist. Ja, kann man auch machen. Und wenn es Tea Time wäre, welche Sorte ist bei dir der absolute Renner? Also, ich trinke relativ wenig Tee, aber beim Bäcker bei uns nebenan, dort haben die so eine richtig geile Teesorte. Ich weiß noch nicht, wo ich die jetzt privat herbekommen soll. Die nennt sich Sweet Berries. Und ja, sind halt süße Beeren. Ich weiß nicht, was da alles für Beeren sind drin. Also Himbeeren sind drin. Weiß ich. Erdbeeren sind drin.
weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall nennt sich der Sweet Berries und das ist ein sehr leckerer Tee. Was macht dich beim Essen aus? Deine Essgewohnheiten. Also ich bin da eigentlich relativ human, will ich mal sagen. Also ich habe jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches in der Hinsicht. Das Einzige, was vielleicht komisch ist, ich bin Rechtshänder. Rechtshänder, ja. Und esse aber eigentlich wie ein Linkshänder. Also ich nehme die Gabel in die rechte Hand und das Messer in die linke Hand. Warum ich das so mache, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Also das ist das Einzige, was ich wie ein Linkshänder mache. Alles andere mache ich eigentlich wie ein Rechtshänder. Also schreiben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht warum, aber... Es ist so. Magst du es morgens eher süß oder doch eher herzhaft? So jetzt auch, muss ich ja sagen. Ich mag so situationsbedingt, wenn ich jetzt einfach mal frühes Bock auf Pancakes, weiß ich, was weiß ich, irgendwie mit Ahornsirup oder so habe oder auf Cornflakes oder so, dann mache ich auch mal das. Aber manchmal mache ich mir auch Bacon und Rührei oder Spiegelei oder irgendwas so in der Richtung. Wie zum Beispiel jetzt gleich auch. Ich habe jetzt irgendwie auch Hunger. Ich mache mir gleich auch was zu essen. Boah. Ja, so Bacon und so geht früh eigentlich auch immer ganz gut. Englisches Frühstück, auch sehr hoch angesehen. Ich war zwar noch nie in England, fällt mir gerade so auf, aber ja, macht ja nichts. So. Wie isst du zu Abend? Was ist ein absolutes Muss? Ich esse abends sehr gerne warm. Also auch Nudeln und so weiter und so fort, was ich erzählt habe. Esse ich abends sehr gerne warm, weil ich komme mittags und ja nachmittags einfach nicht dazu, weil ich meistens am Arbeiten bin oder am Schlafen. Also das, ich bin eigentlich mittags nie irgendwie so in der Lage, irgendwas groß zu kochen. Deswegen kochen wir eigentlich meistens warm abends. Ja, das wechselt sich dann so ein bisschen ab. Also ich denke mal, so einmal in der Woche kochen wir mittags warm, was weiß ich, am Sonntag oder so. Aber ansonsten eigentlich eher warm, abends, so. Keine Lust zu kochen. Was bestellst du dir am liebsten in deiner Pizzeria? Ich bestelle mir am liebsten... Es ist ein bisschen schwierig. Also ich bestelle mir zuerst... Wir haben ja so ein Online-Bestellsystem. Ich bestelle mir zuerst eine Pizza Margherita. Dann mache ich da drauf Currysoße, Brokkoli, Schafskäse, Mozzarella, Mais und... Nichts weiter, genau, das war's. Und dann bestelle ich mir das Ganze als Calzone. Und das schmeckt so lecker. Das schmeckt so lecker. Müsste ich mal ausprobieren. Was bestellst du bei McDonald's oder Burger King? Meistens, wenn es so Aktionsburger gibt, Aktionsburger im Mac-Menü. Also mit Pommes und Cola. Oder auch mal einen Cheeseburger, wenn ich jetzt mal ein bisschen weniger Geld dabei habe. Kann es auch mal ein Cheeseburger sein. Und zum Frühstück, es gibt ja Frühstück bei McDonald's. Bei Burger King bin ich selten, deswegen das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen. Aber bei McDonald's auch mal zum Frühstück McMuffin, Bacon and Egg, das muss immer sein. Und ein McToast mit Bacon kommt auch mal zum Frühstück. Deine Nerven sind angespannt. Wie wär's mit Schokolade? Aber was ist deine Liebste? Milka-Schokolade auf jeden Fall. Milka-Schokolade aber eine ganz bestimmte. Entweder die mit diesen Tuck-Keksen. Ich glaube, das heißt Tuck-Kekse oder Tuck-Kekse. Jedenfalls mit diesen Keksen da drin. Mit diesen salzigen Keksen wohlgemerkt da drin. Also das ist süße Schokolade mit salzigen Keksen. Das ist eigentlich ganz interessant. Oder mit Karamell. Süßigkeiten lieben doch einfach alle. Welche stehen bei dir ganz oben auf der Beliebtheitsliste? Gummibärchen natürlich. Gummibärchen mag jeder. Ansonsten Süßigkeiten habe ich eigentlich nicht so die Favorites. Weil ich esse auch jetzt nicht so viele Süßigkeiten, muss ich jetzt sagen. Dann doch mehr Schokolade und so, aber Süßigkeiten eigentlich eher weniger. Egal wie fettig. Welcher Pommes-Sorte verfällst du auf den ersten Blick? Ja, normale, also ich esse nicht so viele unterschiedliche Pommes-Sorten. Ich esse meistens sowieso keine Pommes, ich esse meistens Kroketten oder sowas. Also das habe ich dann schon lieber. Ich esse relativ wenig Pommes, deswegen also eigentlich diese normalen oder diese geriffelten oder ja, sowas halt, ne? Was ist dein Lieblings- und welches dein Hassgewürz? Also mein Hassgewürz ist auf jeden Fall Kümmel. Kümmel kann ich gar nicht haben. Das, nee, nein, 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 einfach nein. Kümmel geht gar nicht, Kümmel geht gar nichts. Kümmel geht auch nicht in fester Form schon gar nicht, und aber auch nicht in geriebener Form. Das geht gar nicht, Kümmel geht, nein, nein, lass das weg. zu meinen Lieblingsgewürzen gehören vor allen Dingen Paprika und Curry. Kann man eigentlich an vieles dran machen.
Kartoffelgerichte und so funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Deswegen Paprika und Curry, Salz und Pfeffer natürlich ganz normal, sind eigentlich immer ganz gut dabei, so, ja, ich selber kochen. So, das war auch schon die Liste, das waren die Fragen. Ich weiß noch nicht ganz genau, an wen ich den Tag weitergebe. Da muss ich mal schauen. Aber da findet sich bestimmt irgendwer. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen und ciao.